Das Freudenhaus von Nagasaki. Ein neues, schockierendes Sittenbild aus dem Japan der Tokugawa-Dynastie. Schrankenlose Feudalherrschaft hat die Bauern verarmen lassen. Frauen und Töchter sind freiwillig für korrupte Beamte und skrupellose Mädchenhändler. Na los! Die Tätowierungen sind hervorragend. Haben Sie viele solcher Mädchen? Tätowierte Frauen sind sehr teuer. Das Haus war eine Hölle. Sie nannten es den Palast der Bilder. Aber es war ein Bordell. Was ist denn das? Das ist ja ein Gesichtchen auf der linken Brust. Ach, das muss man ja lieb haben. Ich hab dich gern. Ich muss das süße kleine Dingelchen auch mal küssen. Komm, lass mich ran. Ich werde dir zeigen, was schön ist. Bitte nicht! Ein Körper, wie du ihn hast, kann Männer und Frauen verrückt machen. Ich bitte dich, nimm mich mit. Ich werde alles für dich tun. Du wirst ihn überhaupt nicht wieder zu sehen brauchen. Hör auf, sie zu quälen! Und du quälst ja auch meine Mädchen, wenn es dir Spaß macht. Gib mir eine Schale Sake zu trinken und ihr seht, was ich meine. So hast du auf der Haut etwas verborgen? Daran habe ich nicht gedacht. Sie haben mich betrogen. Sie haben mich aufs Schiff gelockt, um mich mit den anderen Mädchen zu verkaufen. Als Mörder verurteilt. Auf eine Insel verbannt. Wer hat sich an mir rächen wollen? Osuzu. Osuzu! Jetzt bin ich frei. Yumi Nojima. Schuldig, einen Toten geschändet zu haben, soll bei lebendigem Leib verbrannt werden. Das ist Claytons Tochter. Das Liebste, was er hat. Sie soll die Erste sein, die meine Rache zu spüren bekommt. Weg mit dir! Helft ihr! Der Kerl ist verrückt! Was ihr mir getan habt, was Osuzu leiden musste, das bezahlt ihr mir jetzt mit allem, was ihr habt. Das Freudenhaus von Nagasaki ist der Schauplatz bisher unbekannter und nicht für möglich gehaltener, grausamer Verstrickungen von Gewalt und Erotik. Wieder ein Film, der neue Schlaglichter wirft auf die für uns so fremde, aber immer erregende Gefühlswelt des fernen Ostens. Thank you.